Ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar spielen wir Final Fantasy VIII Remastered, das heute rausgekommen ist. Und ja, ich habe es ja schon damals gespielt, die PS1-Version, also auch Let's Played. Und habe dann nochmal die Steam-Version gestreamt, beziehungsweise das dann auch als Let's Play genommen. Und werde jetzt so verfahren, dass ich hier die Remastered-Version nämlich auch Let's Playen werde und streamen werde, bedeutet, ihr findet in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitter-Account und zu meinem Livestream. Könnt ihr bei beidem natürlich gerne folgen, denn beim Twitter-Account werde ich ankündigen, wann ich denn streamen werde, und bei meinem Livestream, also bei Twi meinem Twitch-Account, da wird der Stream dann auch zu sehen sein. Also wie gesagt, könnt ihr bei beidem folgen. Es wird auch heute einen Livestream geben zu Final Fantasy VIII Remastered und wir werden das gemeinsam nochmal von vorne anfangen und dann auch da schön spielen. Und im Livestream werden wahrscheinlich auch Sachen zu sehen sein, die im Let's Play nicht zu sehen sind, die ich dann einfach offscreen machen werde oder sonstiges. Einfach weil ich das persönlich im Let's Play, in einer Let's Play-Folge dann teilweise auch zu langweilig finden würde. Aber im Stream kann man die Leute noch anders unterhalten, beziehungsweise hat dann auch Live-Interaktion mit den Leuten. Und da passt das Ganze natürlich viel, viel besser rein. So viel dazu. Genau, jetzt noch zu Beginn, wenn euch das Video gefallen sollte, lasst dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonnieren nicht vergessen. Das würde mich sehr freuen. Des Weiteren habe ich gerade eben schon eine Folge aufgenommen, allerdings war das falsche Mikrofon eingestellt, das Spiel war auch viel zu laut. Dementsprechend darf ich das Ganze jetzt nochmal machen. Gut, ich habe sehr viele Sachen angesprochen, gerade eben in der ersten Aufnahme, die ich jetzt wahrscheinlich vergessen werde. Aber ich denke, wir kriegen das für die erste Folge trotzdem wunderbar hin. Ich habe schon einen Plan, wie weit wir kommen in der ersten Folge. Das wird auch locker zu erreichen sein. Mal schauen, wie schnell diesmal, beziehungsweise wie lange es diesmal dauert. Und wir schauen uns jetzt das Intro an und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Thank you.
So, das war das Intro zu Final Fantasy 8. Ja, ich würde darauf jetzt gerne erstmal eingehen, bevor wir hier gleich das machen, beziehungsweise hier kann man auf noch mehr Sachen eingehen. Das Intro, ja, sieht gut aus für die Remastered-Version, allerdings merkt man, dass immer noch unfassbar viel Schärfe und alles fehlt. Hier das gleiche Problem, ja. Also wir sehen hier der ganze Hintergrund, das ist einfach original aus PS1 damals rausgenommen und es sieht nicht großartig besser aus. Klar, die Zwischensequenzen schon, davon gibt es allerdings nicht so viele und wird es noch nicht so viele geben. Deswegen okay, dass man es da gemacht hat. Aber dass man sich das Ganze hier gespart hat, finde ich sehr schade. Hier sieht es so aus, als würde Squall zum Beispiel jetzt nicht auf dem Bett liegen, sondern als wäre er in so einem Greenscreen und würde auf dem Boden sitzen. Und er wäre hier einfach eingefügt worden. Und das ist ein bisschen schade. Ist natürlich geil gemacht, dass die es mit den Charakteren hinbekommen haben, weil die Charaktere sehen geil aus. Das muss man auf jeden Fall sagen. Auch der Text hier und so weiter. Wobei, das könnte auch cooler aussehen. Einfach, aber ja, egal. Ist jetzt nicht schlimm. Aber das hier die ganzen Hintergründe sehen halt so schäbig aus. Und auch das Problem, dass wir hier halt einfach ein 4 zu 3 Format haben, wo wir sogar oben und unten nochmal einen schwarzen Rand haben. Ist ein bisschen. Bin ich jetzt der Meinung, nachdem ich es gerade eben, wie gesagt, eine Folge aufgenommen habe und das Ganze jetzt hier nochmal mache, ist es ein bisschen mau, muss ich sagen. Also ich bin ein riesen Final Fantasy 8-Fan. Final Fantasy 8 ist für mich so. Hat bestimmt jeder mal so ein Game, wo er sagt, einmal im Jahr muss ich es irgendwie durchspielen oder so. Und das ist für mich Final Fantasy 8. Ich habe es dieses Jahr sogar schon einmal durchgespielt. Komplett. Von Anfang bis Ende einmal durchgezogen in relativ kurzer Zeit. So. Und jetzt zocke ich es nochmal. Ich freue mich auch. Ich habe auch Bock, es zu spielen. Definitiv. Auch hier die Remastered-Version. Ich habe Bock, einige Szenen halt eben in etwas besser zu sehen. Aber ich muss sagen, so, da wurde ein bisschen gespart, finde ich, was sehr, sehr schade ist. Also es wäre, glaube ich, viel mehr drin gewesen, wenn man sich ein bisschen mehr angestrengt hätte. Bei der Remastered-Version. Das Lustige ist, noch ganz kurz, und danach machen wir hier die Szene auf jeden Fall zu Ende. Es kommt lustigerweise diesen Monat nochmal eine Remastered-Version von einem Spiel raus, das ich ebenfalls streamen und auch Let's Playen werde. Und da werden wir einen riesigen, also finde ich, so was man bis jetzt gesehen hat, einen riesigen Unterschied feststellen von Remastered von Final Fantasy und Remastered von einem anderen Game. Und das sind beide Spiele, die kamen ungefähr zur gleichen Zeit raus, damals auf der PS1. Und da wurde einfach mehr Zeit in die Hand genommen und es wird wahrscheinlich ein besseres Remaster sein. Was man aber nicht vergleichen kann, weil es halt jetzt nicht Final Fantasy 8 ist. So, wir haben hier Dr. Kadowaki, das ist eben die Schulärztin, wir sind Schüler. Wir haben das Intro gerade gesehen, das Intro mit Squall und Cypher, so ist die andere Person, die wird uns gleich auch nochmal namentlich vorgestellt. Und die beiden hatten einen Trainingskampf gerade. Das Ganze, was wir hier gerade sehen, spielt direkt danach. So, wir sind Squall, wird auch gleich nochmal erklärt. Und hier, wie gesagt, ist halt eben die Schulärztin und wir sind Schüler, habe ich glaube ich auch gerade eben gesagt. So, bist du okay? Wir haben hier des häufigeren im Spiel haben wir eine Auswahlmöglichkeit, die allerdings das Spiel nicht beeinflusst. Das heißt, wir könnten hier jetzt sagen, klar, könnten auf cool tun oder eben meine Stirn, weil wir haben halt übelst was ins Gesicht bekommen. Deswegen nehmen wir meine Stirn. Das ist kein Wunder. Fühlst du dich wohler? Scheint alles okay zu sein. Sag mir deinen Namen. So, ich bin grundsätzlich nicht der Fan, bei fertigen Namen einen neuen Namen auszuwählen. Dementsprechend bleiben wir bei Squall. Ihr solltet beim Training mehr Acht geben. Das kann mal ins Auge gehen. Ziemlich lustiger Satz, kann mal ins Auge gehen, haha, weil wir haben nämlich eine Schnittwunde und Cypher auch direkt zwischen die Augen bekommen. Ist ganz lustig gemacht, so ein bisschen. Sagen Sie das Cypher. Dieser Junge, der hört auf keinen. Lass dich nicht mit ihm ein. Ich kann nicht einfach weglaufen. Auch nochmal eine coole Info. Also ich habe grundsätzlich, ihr merkt es jetzt schon, das wird im Let's Play häufiger vorkommen. Für die Leute, die es stört, sorry, dann guckt bei jemand anderen, der hat keine Ahnung hat von dem Game. Weil ich bin so der Typ, wenn ich schon ein Spiel kenne oder fast auswendig kenne, dann komme ich auch mit Hintergrundwissen und bombardiere euch einfach mit Informationen, die ich finde wichtig sind im Game. Deswegen, ne, lebt damit. Ist ganz easy.
Ja, Squall und Cypher sind im Übrigen mit die einzigen Charaktere, ich glaube sogar die einzigen Charaktere im ganzen Spiel, die mit einer Gunblade umgehen und umgehen können. Gunblade ist eben die Waffenart. Und zwar ist es nämlich ein Schwert, wo auch ein Revolver verarbeitet ist. Oder in dem noch ein Revolver verarbeitet ist. Und dementsprechend nachvollziehbar, dass die beiden halt eben auch Rivalen sind oder rivalisieren. Das Ganze hat noch einen ganz anderen Grund, wäre jetzt aber ein Spoiler. Dementsprechend verzichte ich darauf, denn ich möchte nicht gespoilert werden und ich möchte euch ebenfalls auch nicht spoilern. Alles zu seiner Zeit. Ihr werdet Informationen bekommen. Generell wird das Let's Play semi-professionell bis professionell. Bedeutet, wir werden sehr, sehr viel machen, was man oder was ein Casual-Spieler wahrscheinlich überhaupt nicht machen würde oder nicht weiß. Weil man es vielleicht einmal durchgespielt haben muss oder sonstiges. Das heißt, wir werden sehr, sehr viel mitnehmen. Generell werde ich ziemlich viel erklären. Auch zur Story werde ich versuchen, so gut es geht, diese aufzuschlüsseln, weil es eben ein doch etwas schwierigeres Spiel ist, was die Story betrifft, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt. So viel schon mal dazu. Wir kommen uns wohl cool vor, was? Aber übernimm dich nicht. Mal überlegen, dein Ausbilder ist. Wisst ihr, hier habe ich immer so mein Problem bei Trepe, ob man es Trepe ausspricht, weil, ne, ich bin Deutsch, also Trepe statt Treppe, weil es nur ein P, oder ob man Treep sagt, eben das Englische. Wir bleiben einfach mal bei Trepe, wird ja nicht so häufig vorkommen, der Name. Ich werde ihr Bescheid sagen. Wisst ihr, hier ist jemand, den du abholen kannst. Ja. Die Verletzung ist nicht schlimm, die Narbe wird aber bleiben. Genau, ja. Gut, komm jetzt gleich. So, hier noch mal, hier jetzt auch nochmal so eine Szene. Hier haben wir jetzt einen Charakter, der jetzt Squall sogar direkt anspricht. Squall, endlich sehen wir uns wieder. Allerdings wird gerade nicht erklärt, wer dieser Charakter ist, beziehungsweise Squall kann sich an diesen auch nicht erinnern. Hat auch einen Grund, warum er sich nicht erinnern kann. Dieser Grund allerdings auch später, denn der wird tatsächlich auch vom Spiel erklärt. Und ist ein sehr bedeutender Grund in diesem Game. Ja, hier haben wir Quizzes. Die Szene zum Beispiel sieht ganz gut aus. Könnte ein bisschen schärfer sein, aber die Szene finde ich jetzt zum Beispiel ein bisschen cooler als das Intro. Rein von der Schärfe her. Das kann mich auch irren, vielleicht sind die auch gleich scharf, weiß ich nicht. Hey, ich wusste doch, dass es einen von euch beiden erwischt hat. Das hat beide erwischt, um ehrlich zu sein. Weil es hat auch eine Narbe. Los, gehen wir. Heute findet die praktische Prüfung statt. Eine Prüfung. Da erfahren wir gleich auch mehr. Sag mal, Squall, gibt es etwas, was dich bedrückt? Nicht wirklich. Antworten beide zeitgleich. Was ist so komisch? Komisch? Nein, nein, ich freue mich nur. Ich weiß jetzt, was mein Lieblingsschüler denkt, deswegen. Ich denke aber nicht so primitiv. Dann erzähl. Erzähl mir mehr von dir. Das geht dich nichts an. Auch hier zeitgleich, beziehungsweise hat sie den Satz von ihm beendet. Und hier sehen wir es jetzt auch, wir befinden uns auf einer Schule. Oder in einer Schule. Ja, den Sound werde ich mir nachträglich nochmal anhören im Bearbeitungsprogramm. Kann sein, dass es immer noch ein bisschen zu laut ist, obwohl ich echt ex extrem runtergestellt hatte. Ja, guten Morgen. Zunächst zum heutigen Plan. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, findet heute die Siegprüfung statt. Ah, hier auch krass, das muss ich jetzt auch gleich nochmal zeigen. Die Nicht-Teilnehmer müssen heute selbstständig arbeiten. Die Teilnehmer haben bis heute Nachmittag Zeit. Ihr müsst ausreichend vorbereitet sein. Um 16 Uhr in der Eingangshalle, die Gruppen werden dort bekannt gegeben. Alles klar? Ach ja, Cypher. Beim Training darfst du niemanden verletzen. Sei bitte vorsichtig. Ich hoffe, ich sehe das Fenster hier bleibt, aber ich glaube, es verschwindet wieder. Ja. Wir sehen uns dann später.
Ja, und jetzt sind sie weg. Oh, die gerenderten Charaktere sind jetzt weg, schade. Und Squall, komm bitte her, ich muss dich etwas fragen. Warte mal, jetzt können wir es kurz lassen. Ich hoffe, ihr seht den Mauszeiger. Und zwar saßen hier nämlich drei Charaktere. Und hier saß ein Charakter. Und die waren einfach nur gerendert aus der damaligen Zeit und sahen genauso aus wie die Stühlbänke hier alles, so dieses Unscharfe. Und ansonsten waren hier nur ein paar geremastert-Charaktere. Es sah schon lustiger aus, auf jeden Fall. Okay, wir müssen gleich zu Quistis. Allerdings, bevor man zu Quistis gehen kann, sie wird es einem zwar nochmal sagen, dass man es tun kann, tun soll. Allerdings machen wir das Ganze natürlich vorher, da wir das vorher wissen. Und zwar bleiben wir nämlich bei unserem Schulrechner. Ganz easy, schalten das Gerät mal kurz ein und werden das Tutorial betreten. Hier gibt es nichts zu lesen und zwar machen wir das nur, weil wir zwei GFs bekommen, die bereits uns gehören. Wenn man das nicht macht, kann man diese zwei GFs tatsächlich verpassen. So, jetzt besitzen wir beide und zwar Quetzalcoatl und Shiva. Was GFs können und wozu sie letztendlich da sind, werde ich dann auch gegen Ende des Videos hier, also gegen Ende der ersten Folge, werde ich das dann nochmal erklären oder genauer erklären. Deswegen verzichten wir darauf jetzt. Jetzt gehen wir zu Quistis, denn wir bekommen nochmal einen Auftrag. Wir haben ja von der Siegprüfung mitbekommen, die ja heute Nachmittag stattfindet. Allerdings müssen wir davor noch einen Test bestehen, um daran teilnehmen zu können an dieser Prüfung. Du musst noch in die Feuergrotte, sonst kannst du an der Prüfung nicht teilnehmen. Jetzt seht ihr hier zum Beispiel dieses Fenster, dieses transparente Graue. Transparent Grau bedeutet immer so viel, wie der Charakter denkt das gerade und spricht es nicht laut aus. Ich wollte heute früh, nur Cypher kam dazwischen. Gibt es einen triftigen Grund? Nein. Dann gehen wir jetzt zusammen hin. Wenn du dich noch unsicher fühlst, kannst du dich am Schulrechner vorbereiten. Das haben wir letztendlich gerade getan. Das heißt, da würde man nochmal gesagt bekommen, geh da nochmal hin, schau dir es an und dann bekommst du auch die GFs. Die man tatsächlich beide auch, ja, brauchen jetzt nicht unbedingt, aber sie sind sehr nützlich, sagen wir es auf jeden Fall so. Und mein Ziel wird es auch sein in diesem Let's Play, alle GFs. Eine wird schwierig, das weiß ich jetzt schon, weil ich die meistens verhaue. Aber ansonsten können wir nämlich alle GFs bekommen. Und werden sie wahrscheinlich auch bekommen. Beziehungsweise wird es mein Plan sein, die alle zu finden. Mit euch zusammen. Ich werde am Haupttor warten. Komm bitte, wenn du fertig bist. Dein Schulrechner ist an deinem Platz. Wunderbar, das wäre erledigt. Wir haben echt noch einige Sachen zu machen. Da bin ich jetzt schon wieder ziemlich verhaspelt. So, wir laufen jetzt einmal hier entlang. Dann werden wir jetzt kurz angerampelt. Verspätet. Von einem Charakter, der später auch nochmal eine Relevanz haben wird. Au weh. Sorry, ich hatte es eilig. Hey, gehörst du zu der Klasse dort? Sag mal, ist die erste Stunde schon vorbei? Wäh, Mist. Der Garten hier ist viel größer als der, bei dem ich zuletzt war. Hey, sag. Ich komme gerade von einem anderen Garten. Kannst du mich mal kurz rumführen? Nee, sorry. Könnte man machen, wenn man sich nicht auskennt und dann bekommt man so selbst nochmal ein bisschen die Schule erklärt und wo was ist. Allerdings ist das für mich tatsächlich ziemlich uninteressant. Und für euch auch, weil es einfach nur Zeitverschwendung wäre. Dann kann man wohl nichts machen. Bis dann. Ja, tschüss. So, sie kann weg. Jetzt machen wir auch eine Sache, die man verpassen kann. Und zwar reden wir nämlich mit diesem Typ hier. Denn er gibt uns nämlich Karten. Man kann nämlich mit Karten gegen andere spielen. Ich skippe das hier, weil es unnötig ist. Da er uns nicht erklärt, wie das Kartenspiel funktioniert. So, die nehmen wir mit. Wir werden jetzt noch eine Sache machen, die ich tatsächlich auch sehr häufig verhaue. Auch eine Sache, die man nicht machen muss. Allerdings fände ich es ganz cool, wenn wir es jetzt schaffen sollten. Ansonsten muss ich versuchen, das Ganze offscreen zu machen. Dementsprechend speichern wir jetzt hier erstmal. Damit ich schon mal einen Save Point habe für nachher. So, speichern. So, wir überschreiben den hier, weil es nämlich der war, den ich vorhin hatte beim ersten Mal. Jetzt gehen wir hier lang. Wie gesagt, eigentlich müsste man jetzt raus zu Quistis und dann Richtung Feuergrotte, um den Test zu machen.
Allerdings gehen wir einmal hier hoch, denn wir wollen in die Mensa. Die befindet sich nämlich hier draußen. Dort gibt es nochmal so eine kleine Zwischensequenz, die jetzt auch nicht unbedingt von Bedeutung ist. Also was heißt Zwischensequenz? Ein Zwischenereignis, nennt es wie ihr wollt. Und zwar nämlich das hier. Cypher und Fujin und Raijin. Cypher haben wir ja schon kennengelernt. Und Fujin und Raijin sind so seine Handlanger, Leibwächter, wie auch immer. Cypher, was trinken? Ich will auch mal was trinken. Ich will jetzt mal Wasser haben. Ignorieren. Ja, Cypher redet halt gar nicht so. Hey, du bist es, Maskball. Fujin will uns mal etwas spendieren. Willst du auch mal was? Wut. Ja, das sind halt beides. Das sind halt so strange Charaktere. So. Jetzt gehen wir einmal hier rüber. Da wir jetzt Karten bekommen haben, werden wir nämlich jetzt mal hier Karten spielen wollen. Wir schnappen uns aber den hinteren Typen. Und dann werde ich auch versuchen, euch das Kartenspiel zu erklären. Ich hoffe mal, wir haben jetzt Glück. Yes, haben wir. Und er fängt sogar an. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher für mich. So, ich erkläre kurz das Kartenspiel und hoffe dann, dass wir die Runde gewinnen. Ansonsten wird es sehr, sehr ärgerlich für mich. So, und zwar haben nämlich die Karten verschiedene Werte. Wir haben es hier stehen. 5, 4, 7, 5. Die Zahlen stehen immer für eine Kartenseite. Das heißt, die obere 5 steht für die obere Seite. Die 4 steht für links. Die 7 hier steht dann für unten in dem Fall. Und die 5 steht dann wiederum für die rechte Seite. So, ist ganz simpel. Jetzt ist es allerdings so, wie bekommt man Punkte? Aktuell steht es 5-5, denn ja, sie hat 5 rote Farben, ich habe 5 blaue Farben. Wenn ich es schaffe, jetzt eine Karte zu legen, was jetzt nicht der Fall ist, deswegen muss ich mir etwas einfallen lassen jetzt gleich, lege ich nämlich eine Karte. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Karte lege, die hier auf der linken Seite bei mir höher als 5 hätte und würde sie hier hinlegen auf das Feld, würde ich diese Karte drehen, somit wird es eine blaue und ich hätte einen Punkt und sie würde einen Punkt verlieren. So, hier gibt es 9 Felder. Ja, wer mehr Punkte hat, gewinnt und darf sich am Ende eine Karte des Gegners aussuchen. Mein Ziel ist natürlich die Quizzes-Karte. So. Hoffen wir mal, das Spiel soweit verstanden. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Wir haben ziemlich schlechte Karten am Anfang. Und ich muss überlegen, sie jetzt auszutricksen. Denn egal, was ich jetzt mache, sie schafft es immer, eine Karte von mir zu drehen. Deswegen muss ich sie austricksen. Was? Gut funktionieren kann. Ja, das ist nicht ganz das, was ich wollte. Da ich nämlich genau weiß, was sie dann machen wird. Das heißt, sie wird dann wieder führen. Allerdings kann ich dann... Okay, ich könnte auf den Gleichstand wahrscheinlich kommen. Okay, sie spielt anders, als ich es gerade im Kopf hatte. Okay. Was aber in Ordnung ist. Was vollstens in Ordnung ist. Denn dadurch können wir sie ein bisschen tricksen, aber wir bleiben trotzdem auf einem... Wir verlieren. Ja. Wir verlieren. Gut, zum Glück habe ich davor gespeichert. Das heißt, ich werde das offscreen weiter probieren. Und die Quizzes-Karte wahrscheinlich beim nächsten Mal besitzen. Hätte funktionieren können. War ziemlich bad. Theoretisch könnte ich jetzt auch... Wollen wir es nochmal probieren? Ich gucke mal kurz auf die Zeit. Wie viel haben wir denn? Ah, nee. Von der Zeit her wäre es jetzt blöd, weil ich noch ein paar Sachen erklären will und dann wird die Folge unnötig lang. Deswegen mache ich das offscreen. Und wir werden beim nächsten Mal hoffentlich dann noch die Quizzes-Karte besitzen. Wie gesagt, sie ist kein Muss. Theoretisch könnte ich jetzt auch darauf verzichten. Aber ich würde sie... Nur wenn ich schon die Möglichkeit habe, warum soll ich es nicht probieren? Und tatsächlich ist es möglich, daran zu kommen.
War von mir einfach schlecht gespielt. Ist halt mit den Karten nicht so einfach. Also es ist einfach, man müsste sich mehr konzentrieren, aber ich will jetzt nicht noch länger drüber nachdenken, wann ich wo welche Karte lege, weil die Folge eh gleich zu Ende ist. Na, ihr merkt schon, ich versuche Ausreden zu finden. Gut. Jetzt wollen wir nach draußen gehen zu Quizzes, beziehungsweise wollen uns, treffen uns ja vor der Schule. Wir laufen jetzt gleich an einem Drawpunkt vorbei, den ich dann auch noch erklären werde. Allerdings nicht jetzt, sondern gleich, nachdem wir mit Quizzes gesprochen haben. Deswegen ignorieren wir das Pinke hier, das wäre nämlich ein Drawpunkt, und gehen jetzt zu Quizzes einmal. Ich muss dir einiges erklären, bevor wir losgehen. Wir sind stark, weil wir die Hilfe der GF in Anspruch nehmen. Wenn eine GF stark wird, werden wir ebenfalls stärker. Dazu müssen wir die GF koppeln. So, das wird jetzt erklärt. Das Gute ist, dass wir zwei GFs besitzen. Das wäre ja Quetzalcoatl und Shiva. Wenn wir an der Feuergrotte sind, erkläre ich dir das Koppeln von Zauber. Du solltest bis dahin Zauber mit Draw gezogen und gelagert haben. Zauber kannst du von Monstern oder eben von Drawpunkten ziehen. Können wir jetzt los? Um zur Feuergrotte zu gelangen, müssen wir in Richtung Osten. So, gehen wir einmal ins Koppelmenü. Beziehungsweise wir schauen uns einmal die GFs an. Denn hier haben wir auch einiges zu tun. So, ihr seht, das ist das GF-Menü. Wir bekommen nach Kämpfen sowohl neben Erfahrungspunkten bekommen wir auch Ability Points. Ability Points oder Ability Punkte sind nur für DGFs interessant. Unsere Charaktere können damit nichts anfangen. Ability Points sind eben für die Abilities hier, die DGFs erlernen können. Hier haben wir zum Beispiel die ganzen Punkte. Um GF Magie plus 10% bedeutet, die GF macht dann mehr Damage, wenn ich sie beschworen habe und sie angreift. Also 10% mehr Schaden in dem Fall. Haben wir jetzt aktuell 0 Ability-Punkte drauf von insgesamt 40. Wenn wir 40 haben, wird das erlernt und dann ist es auch automatisch aktiv. So, das ist allerdings nicht das Interessante bei den GFs. Und zwar sind es nämlich diese Körperkopplungen. HP zum Beispiel, Körper, Magie, ne? So, das sind die Punkte, auf die wir frühestmöglich versuchen zu gehen, am Anfang anfeuern, weil das finde ich jetzt bei den beiden etwas stärker. So. Dann gehen wir mal ins Koppelmenü. Dann können wir mal auf Quistis gehen. Geben Quistis mal Shiva zum Beispiel. Da seht ihr schon, da Shiva nämlich Geistkopplung hat, also Magieverteidigung, kann das bei Quistis jetzt eingesetzt werden, beziehungsweise kann dieser Wert, dieses Attribut kann verstärkt werden. Denn nicht nur durch normales Leveln werden die Charaktere stärker, sondern auch wenn ich auf die Attribute, die dann freigeschaltet werden durch die GF, kann ich noch Zauber koppeln. Das heißt, wenn ich jetzt einen Zauber habe, wie zum Beispiel Eis, Feuer, Vita, Tod, was gibt's noch? Stein, Tobsucht, Schweigenschlaf, Feurer, Feuger, Ultima, ne? Es gibt Millionen, so, ne? Gefühlt. Ich könnte noch ein paar aufzählen. Beben, Flair, ne? So, es gibt verschiedene, die man dann koppeln kann. Die haben auch verschiedene Effekte bei den verschiedenen Attributen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Zauber bei Geist zum Beispiel gut ist und hier extrem viel Punkte gibt, heißt es nicht, dass er bei Magie, Körper, Stärke oder HP ebenfalls gut Punkte gibt. Da kann er zum Beispiel weniger Punkte geben als ein Zauber, der bei Geist weniger Punkte gibt. Also da müsst ihr aufpassen. Ihr müsst da ein bisschen damit spielen und euch das immer wieder ein bisschen anschauen, welche Zauber wo gut sind. Und diese dann eben koppeln und dann wird eben auch das Attribut erhöht. Das ist das eigentliche Level-System des Spiels. Denn das nächste Problem ist, das versuchen wir möglichst zu berücksichtigen und nicht zu krass zu missachten, diese Regel. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist stark abhängig davon, was für ein Level eure Charaktere haben. Das heißt, je höher das Level eurer Charaktere, also das Grundlevel, je höher das ist, desto stärker werden dann auch die Gegner und die Bosse. Die bekommen mehr Leben, haben andere Zauber drauf, man kann andere Zauber von ihnen drawn, die machen andere Techniken, etc. Da muss man extrem drauf aufpassen und dementsprechend werden wir das Spiel wahrscheinlich durchspielen, ohne ein allzu hohes Level zu haben. Also ich denke, wir werden versuchen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich unter 30, wahrscheinlich sogar unter Level 25 zu sein. Bin mir jetzt gerade aber gerade nicht sicher. So,
So viel zum Koppeln. Aktuell haben wir keinen Zauber, den wir da reinballern können. Dann haben wir hier noch Abilities, die im Kampf wichtig sind. Angriff ist grundsätzlich drin, der Mauszeiger läuft. Angriff ist grundsätzlich drin. Wir geben Quizzes noch GF, das heißt, dass wir die GFs beschwören können, die dann eben einen Angriff machen auf die Gegner. Draw, damit wir Zauber ziehen können. Und dann machen wir bei ihr noch Zauber rein. So, jetzt gehen wir nochmal auf Squall. Geben ihm Quizzakottel. Haben auch hier keinen Zauber, geben ihm aber GF, Draw und Item. So, ich will aber allerdings nochmal zurück zum Draw-Punkt, um den nochmal zu zeigen. Quizzes wartet in der Zeit. Das heißt, wir können jetzt zum Draw-Punkt zurück. Davon gibt es auch verschiedene im Spiel, die random verteilt sind einfach, die man finden kann. Hier haben wir jetzt Vita, einen Heilzauber, und den können wir zum Beispiel auf Squall drawn fünfmal bekommen. Wir können den jetzt theoretisch auch direkt koppeln, allerdings bringt es uns gar nichts, soweit ich weiß. Genau, wir würden das Attribut jetzt gar nicht erhöhen dadurch. Also würde man jetzt schon sehen, entweder durch eine rote Zahl oder eine gelbe Zahl. Rot bedeutet, wird weniger als der Wert, der aktuell dasteht. Gelb bedeutet, wird mehr als der Wert, der da steht. So viel dazu. Denke für die erste Folge, also ihr merkt schon, ne, wie ich gesagt habe, es wird halt semi-professionell bis professionell. Ich versuche halt echt viel zu erklären, damit die Leute, die halt das Spiel nie gespielt haben, es vielleicht auch nicht spielen werden, dass die halt eben nicht unwissend bleiben und auch einfach meine Handlungen verstehen oder nachvollziehen können. So, das Ganze habe ich jetzt ein zweites Mal aufgenommen, deswegen hoffe ich, dass es jetzt soweit passt. Werde das Video jetzt rendern, hochladen. Nicht vergessen, es gibt heute Abend auch einen Livestream bei mir auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Twitter nicht vergessen auch zu folgen, damit ihr nämlich sehen könnt, wenn ich ankündige, wann der Stream immer online geht. Und ansonsten, genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Das war's dann soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!